Vorgestern Abend um 20 Uhr hatten wir einen Tornado, mit dem wir nicht rechnen konnten, mit dem wir nicht gerechnet haben, der auch nicht vorhergesagt wurde. Und dieser Tornado hat in Birmafehn und in Ostermordorf vieles verwüstet. Und wir haben hier einen katastrophalen Zustand vorgefunden und viele Häuser ohne Dächer oder zumindest teilweise ohne Dächer, sehr viele Sturmschäden, Bäume sind umgeknickt, abgedreht und wir haben weit über ein paar hundert Bäume, glaube ich, insgesamt, die gefällt werden müssen, die jetzt noch zurückgeschnitten werden müssen und wir haben an sich einen Notzustand in unserer Gemeinde. Ja, es war unbeschreiblich. Man kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin gerade noch ins Haus gekommen. Ich habe ihn auch nicht kommen sehen. Also ich kam gerade noch ins Haus, habe die Tür geschlossen und in dem Moment gab es diesen riesen Knall. Mein Mann hat gerufen, wir müssen in den Keller. Und es war aber eine Sekundensache. Also dann war es vorbei, absolute Totenstille. Und als wir wieder rauskamen, ja, war das Chaos überall. Also man kann es einfach nicht in Worte fassen. Wenn man nicht dabei war, das lässt sich nicht beschreiben. Ja, die Fensterscheiben sind zersprungen durch Gegenstände, die also überall rumgeflogen sind. Die Tür ist zersprungen in tausend Teile. Ja, Splitter überall. Wir haben also sofort mit Aufräumen angefangen, die ganze Nacht durch. Man bekommt natürlich auch kein Auge zu. Es ist bei jedem Lüftchen, denkt man sofort wieder, es kommt sofort wieder etwas. Ja. Wir merken aber, dass wir einmal die Sache haben der Gemeinde, dass wir die Infrastruktur wiederherstellen, aber dass die Hauseigentümer sehr emsig arbeiten und dass hier ein sehr gutes Miteinander herrscht. Und man hat den Eindruck, dass hier eine sehr sachliche und ruhige Stimmung herrscht, obwohl viele wirklich hart getroffen sind. Wir haben gestern mit ca. 35 Personen aus der ganzen Gegend hier, erstmal alle Nachbarn und auch noch Personen, die von außerhalb kamen, sind wir von einem Haus zum anderen gegangen, haben aufgeräumt. Dann waren Dachdecker da, haben teilweise noch die Dächer zugemacht, damit es nicht reinregnet. Und dann haben wir es so weit gekriegt, dass wir heute ein bisschen Entspannung reinkriegen, indem wir Kleinigkeiten aufräumen. Und diese Kleinigkeiten dauern natürlich noch lange, lange. Und man ist immer wieder noch dran und verarbeitet das, was man von diesem Erlebnis gehabt hat. Ich werde da immer wieder nachgefragt und ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass wir in eine zweistellige Millionenhöhe kommen. Aber wie gesagt, ich bin kein Fachmann, die Gutachter kommen. Aber wenn ich den Schaden insgesamt sehe mit allen Häusern, dann werden wir da liegen. Ja. Wir sind hier, machen die Aufräumarbeiten, wir dichten das Dach wieder ab. Sie sehen ja selber, es ist alles kaputt. Und ja, wir müssen den Leuten ja ein bisschen unterstützen. Wir helfen hier den Nachbarn so gut wie es geht, dass wir weiterkommen. Ne? Dächer sind Schrott, Hausdächer, ganze Hausdächer sind abgedeckt. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was hier passiert ist in so kurzer Zeit. Bei der Gemeinde laufen die Drähte heiß. Viele bieten sich an. Wir haben eine Datenbank erstellt, auf die wir dann zurückgreifen können. Wir hatten ja nachgefragt nach Ferienwohnungen, gerade in der ersten Nacht, dass keiner hier jetzt obdachlos werden musste. Diese Ferienwohnungen haben wir jetzt nicht in Anspruch nehmen müssen oder Hotelzimmer. Die Leute sind bei den Nachbarn oder Verwandten und Bekannten untergekommen. Das hat Birmafehn und Ostermordorf, die haben das unter sich geregelt. Und das ist für uns dann sehr gut. Von dieser Hilfe von den Nachbarn würde ich mir nochmal recht herzlich für bedanken. Fand ich sowas von toll und super und diese Bereitschaft einfach helfen, finde ich eine ganz tolle Angelegenheit. Also ich habe es ja aus einer Entfernung von ca. 3 Kilometer entfernt. Bei uns war sehr starker Wind, auch Sturm und es hat geschüttet. Mehr haben wir gar nicht mitbekommen bei uns. Und hier habe ich ja mit vielen gesprochen, die diesen Tornado auf sich zukommen sehen haben. Und ich glaube, das muss schon ein sehr bedrückendes Gefühl sein. Und da braucht man sicherlich auch eine Zeit lang, dass man das verarbeitet. Das steckt man, glaube ich, jetzt nicht so weg. Im Moment sind alle noch im Stress. Aber ich glaube, das macht was mit einem. Also der gestrige Tag war
den werde ich schnell wieder vergessen, weil ich habe das alles gar nicht richtig wahrgenommen, was wir einen Tag vorher erlebt haben. Und gestern haben wir eben die großen Aufräumarbeiten gemacht. Heute sieht die Welt schon wieder etwas besser aus, aber die Seele und die Nerven liegen immer noch blank. FRF, Fernsehen ohne Schnickschnack.